Wie viel Bürokratie steckt in der Landwirtschaft? Es ist so, dass man als Landwirt, wie eigentlich jeder selbstständige Unternehmer, gezwungen ist, eine ganze Menge Aufzeichnungen zu führen, Statistiken zu führen und diese auch sehr, sehr lange aufzubewahren. Das geht also über Aufzeichnungen, die man nur ein Jahr braucht, bis hin zu teilweise 15 Jahre, wo Unterlagen aufbewahrt werden müssen. Diese Aufzeichnungen sind sehr, sehr umfangreich und nehmen immer mehr Arbeitszeit von Landwirten ein. Der Nährstoffvergleich, das Erfassungsbogen, ist eine wichtige Vorbereitung für den Nährstoffvergleich, den man jedes Jahr als Landwirt, zumindest bei uns im Landkreis, anfertigen muss. Das betrifft insbesondere Landwirte, die eben Tierhaltung haben. Die müssen angeben, wie sie mit den Nährstoffen, die auf den Höfen anfallen, verfahren. Das heißt also, Nährstoffe, in dem Fall Gülle, also die Exkremente der Tiere, enthalten bestimmte Nährstoffe, nämlich Nitrat, also Stickstoff und Phosphor. Und ich muss dem Staat gegenüber deutlich machen, was ich mit diesen Nährstoffen dann tue. Das heißt, ich muss sagen, auf welche Flächen habe ich das ausgebracht, wie viel habe ich davon ausgebracht, was habe ich an Ernte wiederum von diesen Flächen geholt. Denn auch diese Erntegüter, die ich von den Flächen hole, sind dann aufgeteilt auf die Inhaltsstoffe Stickstoff und Phosphor. Das heißt, das habe ich dann von dem Acker wieder an Nährstoffen runtergeholt. Und mit den Nährstoffen, die ich auf dem Acker vorher ausgebracht habe in der Düngung, habe ich dann nachher am Ende eine Bilanz und die darf bestimmte Werte nicht überschreiten. Also ich habe in der Düngeverordnung einen Wert von 170 Kilogramm Stickstoff oder wie Landwirte immer sagen N pro Hektar, die ich maximal auf dem Acker verteilen darf. Wenn ich das Ganze überschreite, dann droht mir ein wirklich empfindliches Bußgeld und das wird auch durch die Behörden kontrolliert. Deshalb muss ich eben diese Nährstoffvergleiche ja auch anfertigen und 7 Jahre aufbewahren. Wenn ich zum Beispiel eine neue Stelle oder sowas bauen möchte, gerade bei neuen Stellen gibt es sogenannte Agrarförderprogramme, AFP-Programme. Und dafür muss ich nachweisen, wie viele Großvieheinheiten pro Hektar habe ich denn. Denn wenn ich mehr als 2 Großvieheinheiten pro Hektar habe, kann ein neuer Stallbau bei mir nicht gefördert werden. Auch wenn ich da noch so viel Tierwohl reinmachen möchte in diesen neuen Stall. Und dazu muss ich natürlich wissen, was ist eine Großvieheinheit. Der Staat möchte das auch wissen für die steuerliche Heranziehung. Was habe ich an Vermögen? Da werden meine Tiere auch erfasst, aber der nimmt Vieheinheiten. Das heißt zum Beispiel, dass ein Schwein nicht immer ein Schwein ist. Ein Schwein mit über 110 Kilogramm Lebendgewicht, also kurz vor der Schlachtreife, kann entweder eine Vieheinheit sein von 0,4 oder eine Großvieheinheit von 0,16, obwohl es das gleiche Schwein ist. Ich muss zum Beispiel auch immer meine Bestände korrekt gemeldet haben. Das heißt, ich muss gegenüber den Behörden melden, wie viele Tiere habe ich eigentlich in meinen Ställen drin. Dafür gibt es die sogenannte Tierdatenbank, die HI-Tier. Da werden zum einen Antibiotika eingetragen oder Tierarzneimittel. Was habe ich an Tierarzneimitteln gegeben in meinen Bestand und wie groß ist der Bestand? Ich muss hier, wenn sich in meinem Bestand irgendwas ändert, ich also ein Schwein zum Beispiel dazugekauft habe oder Schweine abgegeben habe, innerhalb von 7 Tagen diese Sachen einführen. Das mache ich dann hier. Ich gebe dann ein, zum Beispiel von einem Betrieb. Jeder Betrieb, den es in Deutschland gibt, ist mit einer 12-stelligen Betriebsnummer versehen. Gebe ich dann ein, von welchem Betrieb habe ich zum Beispiel Schweine bekommen, wann ist das passiert, wie viele Tiere sind das und aus welchem Herkunftsland kommen die. Das muss ich eingeben, wenn die Tiere nicht aus Deutschland kommen. Also zum Beispiel in unserer Region häufiger mal aus den Niederlanden. Ja, viele kennen ja die Befreiung von der Dieselsteuer oder sogenannten Agrardiesel. Das Ganze passiert natürlich nicht automatisch, sondern das muss man beantragen. Man muss auch genau nachweisen, was man mit dem Diesel gemacht hat. Das muss man immer bis zum 30. September eines Jahres tun. Und da muss ich natürlich dann angeben, wer bin ich. Meine ganzen Daten, Bankverbindungen, Agrardieselnummer, die ich bekomme, müssen eingetragen werden. Aber auch, welche Fahrzeuge habe ich auf dem Hof. Welche Fahrzeuge benutze ich landwirtschaftlich und welche benutze ich nicht landwirtschaftlich? Also ich darf zum Beispiel nicht für meinen Privat-Pkw, mit dem ich zum Einkaufen fahre oder abends mal zum Essen gehen irgendwo hinfahre oder in Urlaub fahre, darf ich nicht über den Agrardiesel laufen lassen. Das heißt, den Diesel, den ich dafür tanke, den muss ich auch wie jeder andere natürlich auch versteuern. Wenn ich allerdings mit dem Trecker dann zum Acker fahre, dann ist das eine Agrardieselfahrt, wenn man so will. Das heißt, ich darf dann diese Fahrt darf ich dann nicht versteuern. Das ist jetzt natürlich nur ein kleiner Ausschnitt an den bürokratischen Leistungen, die Landwirte tagtäglich zu erbringen haben. Dazu kommt noch eine ganze Menge mehr. Unter anderem auch das gesamte Thema Europa und gemeinsame Agrarpolitik
Das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel, das weitaus komplexer ist und ganz, ganz viele Fallstricke und Schwierigkeiten bietet. Aber auch Sachen wie Mindestlohn und Erntehelfer oder auch Stromsteuer haben wir bisher noch nicht angesprochen. Da kann man ganze Abende mit füllen, wenn man sich das Thema wirklich ganz genau zu Gemüte führen möchte.